Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite Burial at Sea 2. Den Titel werde ich jetzt nicht bei Beginn jeder Folge sagen. Das dauert sonst immer 10 Minuten, bis ich fertig bin damit. Oh oh. Ich habe gerade einen Big Daddy gehört. Schau erstmal draußen um. Schau mich mal draußen um. Lunchbox durchsuchen. Den Dollar nehmen wir mit. Wir können doch jetzt noch nicht gegen einen Big Daddy kämpfen. Wir sind noch nicht so weit. Und wir haben... Ich dachte, wir kriegen Plasmide. Wir sind doch in Rapture. Da gibt es doch Plasmide. Was macht das denn hier? Ganz merkwürdig. Eigentlich sollten wir ja Plasmide kriegen. Deswegen auch Eve. Leute, die Bioshock 1 gesehen haben... Oder gespielt haben natürlich auch, werden wissen, wovon ich rede. Alle anderen sollten Bioshock 1 dringend gucken, weil sich da auch erklärt, was so ein lustiger Big Daddy überhaupt ist. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. No, I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watch myself, he could come in handy. Der Big Daddy greift alles an, was er sieht, und Elizabeth kann ihn nicht töten. Aber vielleicht können wir ihn nutzen. Wir könnten... Ach, wir haben Beherrschung bekommen, aber wir können doch keine Big Daddies beherrschen. Können wir Big Daddies beherrschen? Das wäre doch zu einfach. Also Jack würde sich im Grabe umdrehen, beziehungsweise er war ja noch gar nicht in Rapture. So, hier haben wir einen Verkaufsautomat. Leute, die Bioshock 1 gespielt haben, wissen wieder, was das heißt. Und hier können wir für das Geld, was wir finden, dann alles möglichen Krempel kaufen, das Übliche. Aber momentan brauchen wir nichts. Und irgendwo läuft hier ein Splicer rum, wir wissen auch noch nicht wo. Boah, sieht das cool aus. Ich habe immer Angst, wenn der Big Daddy zu sehr in der Nähe ist, dass dann irgendwas passiert. Hier ist zu viel Wasser. Unser Geplätscher hört man bestimmt, aber das könnte ja auch der Big Daddy sein. Pass mal auf, ich probiere mal Folgendes. Ich würde gerne mal die Beherrschung verlieren. Und zwar in Richtung des Big Daddies. Und ich glaube fast, die Splicer dürften hier oben sein. Yeah! Kill sie, Daddy! Oh. Der dürfte doch gar nichts gegen uns haben. Er will uns töten, aber nicht die Splicer. Das verstehe ich nicht. Und warum geht die Kontrolle nur so kurz? Der andere Splicer weiß nun, dass wir da sind. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo er ist. I saw where you went. Okay, wenn du weißt, wo ich gegangen bin. Back to the office. Nein! Wollte ich gar nicht. Scheiße! Warte mal. Ich mach mal Folgendes. Ich schalte mal ganz kurz auf den Revolver. Da haben wir noch 4 Kugeln frei. Ich möchte nämlich die Betäubung lieber sparen. Wo ist der Splicer hin? Wo sind die Splicer hin? The Future of Travel. Ich höre fremde Schritte. Also jetzt nicht von ihm, sondern fremde Schritte einer Frau. Eine Tür. Ich will jetzt auf gar keinen Fall... Da ist die Alte. Mann! Das wollte ich gar nicht. Ich drücke mal E, wenn ich was nehmen will.
wen schießen die denn da? Verdammt, was ist da los? Hello? Are you there? Hier ist niemand. Wenn ich jetzt wüsste, wo die Alte ist, wenigstens. What if they're just waiting for me? Da unten. You don't belong here! Okay, sie hat uns gesehen. Das heißt aber nichts. Wir werden sie trotzdem feige aus dem Hinterhalt niederschießen. Alter, dieser Big Daddy, das ist ja alles rumpeln. Ach, die sieht uns immer noch. Hör mal auf, alles rumpeln zu lassen, Big Daddy. Wo ist er halt hin? So, komm, ich mach dir ein hübsches Loch in den Bauch. Okay, leicht durchsuchen. Mann, ich drücke mal E statt F. Wir sind nicht unbedingt sehr schleichig vorgegangen. Das gebe ich zu. Da oben hockt jetzt der Big Daddy, wo wir gerade waren. Und da oben ist noch... Wie komme ich denn an die Haken dran, bitte? Kann ich wieder... Yeah, geil! Das gefällt mir sehr gut. Was? Drücke C in der Luft. Wie soll ich das jetzt machen? So. Munition für Revolver. Das ist ja geil. Wir können hier also auch brav rumspringen. Ist das Dr. Souchong, die Former Diagnosis? So. Und da oben können wir auch noch hin. Die mit ihren Stöckelschuhen, weißt du? Oh oh. Und wir bräuchten auch mal ein bisschen Eve. Medicine from your pal Atlas. Okay, da können wir also auch noch hin. Infusion, in Fuden. Atlas, he's looking out for you. So, ich sammle erstmal ein bisschen Krempel auf. Und dann durchsuchen wir wieder brav. Die Aktenschränke nehmen wieder brav alles mit. Alles, was wir haben, nehmen wir mit. Also, alles, was wir dann anschließend haben. Lockpicks, ein bisschen Gold, Zigaretten lassen mal liegen. Akteschrank durchsuchen. Kaffee trinken, gibt Eve. Haben wir jetzt wieder ein bisschen, Gott sei Dank. Und jetzt weiß ich nicht, 5 Picks. Haben wir, ah ne, wir haben keine 5 Picks. Okay, wir brauchen 5 Lockpicks. Ich glaube, der ist jetzt über uns. Das Problem ist, ich werde mir ja 100 pro nicht merken, dass wir da einen Tresor haben mit 5 Lockpicks. Hallo. You can't talk to me like that. Show me some respect. Okay. Schreibtisch durchsuchen. Don't expect coddling from me. Ich kann da gar nicht so richtig zuhören die ganze Zeit, weil ich mich mehr darauf konzentriere, was wir mitnehmen können und was nicht. Und dann schleiche ich hier die ganze Zeit. Die kriegt doch Rücken. So, gibt es hier einen Lüftungsschacht oder irgendwas, wo wir rein können? Das würde mich echt mal interessieren, ob wir die vielleicht auch mal von außen... Jetzt haben wir 5. Physically, mentally. War das eine Tür?
So, und wir kriegen eine Schrotflinte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, und wir kriegen wieder ein bisschen Eve, wie es aussieht, weil die Beherrschung haben wir ja schon. Beherrschung, K.O.-Upgrade, lässt Gegner ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufhört zu wirken. So, sehr schön. Trotzdem ein bisschen übertrieben, dass wir Big Daddies beherrschen können. Jetzt haben wir 6 Lockpicks, das wird immer mehr. Geil. Gut, dass wir alles aufsammeln, das ist sehr, sehr gut. So, war da noch was? Nee, ne? Ich glaube, der Big Daddy ist ein bisschen grummelig, der hat seine Little Sister verloren, zumindest hat er keine. Und der, hier gibt es auch keine Rohre, der bummert nirgends an die Wand. Ich weiß gar nicht, was der hier macht eigentlich. Eigentlich haben Big Daddies ja mal ein Einsatzgebiet, aber der hier scheint einfach nur willenlos durch die Gegend zu laufen. So, jetzt bin ich gespannt. Achso, mit F war das, ne? So. Wir kriegen noch einen Lärmpfeil. Oh, Plasmid benötigt. Väterchen Frost. Hier haben wir ein Plasmid-Upgrade, aber kriegen das noch nicht. Nein! Ich werde doch vergessen, wo ist das Upgrade? Halt! Siehste, ich vergesse ja schon, dass ich dann nach oben durch wollte. Achso. Yes. Das Problem ist, ich habe teilweise noch die Thief-Steuerung drauf, wenn ich das hier spiele. Na, besonders frostig sieht mir das hier nicht aus. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht so weit gekommen. Lounge. Das ist wie Lunge, nur mit O. Die Manta Ray Lounge. Na, das sind aber adrette Herrschaften. Pass mal auf, ich wechsle mal wieder auf die Pistole gerade erstmal. Die ist ein bisschen zielsicherer. Die Shotgun brauchen wir eher für kurze Distanz und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht erst auf kurze Distanz gehen. Ach, wie schön hier unter dem Meer. Under the sea. Under the sea. Baby, it's better. Down where it's wetter. Take it from me. Na, das sind aber schöne Klamotten. Ist das eine Hose? Ich will es gar nicht wissen. Geile Anzüge hier. Die Frage ist nur, was genau erwartet uns hier? Was machen wir hier eigentlich? Gehen wir mal nach oben. What? Erstmal vorsichtig. Welcome to the party, boys. Ich fürchte, das war nicht der einzige hier. Und der hat irgendwie ein aufgenähtes Gesicht. Guck mal, der hat da so einen Hautlappen drauf oder eine Maske. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir schauen uns erstmal um. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Zur Flucht haben wir nicht, zum Verstecken auch nicht. So, dafür haben wir ein Audiotagebuch wieder. Louis. Hey, if you don't get down here soon, there's not gonna be an ounce of booze or a piece of ass for the taking. Sometimes I think you've taken this whole Robin Hood business a bit too much to heart. Fontaine's got us out there ladling soup for the purpose of building an army. Not to share the milk of human kindness. You keep up this kind of behavior, I'm gonna start thinking there's more red in you than Karl Marx. What the hell? Splicers. Busting it! Horowitz! Tell Fontaine the perimeter's compromised! Ich habe immer das Gefühl, ich trete hier gerade auf Glas. Und ich höre Schritte. So, wen haben wir denn hier? Leichte Suchmunition kriegen wir ein bisschen. Für Revolver, das ist natürlich... Oh, verlockend. Das Problem ist nur, wenn ich die alte abschieße,
Kann ich mich hier nicht irgendwo in die Lüfte schwingen oder irgendwo in Lüftungs... Da kann ich mich in die Lüfte schwingen. Das Problem ist nur, ich halte nicht so viel aus wie Booker. In den ersten Teilen. Aber das hier wäre eine fantastische Shooting Range. Come on, Lady. Woher weißt du denn, dass wir eine Lady sind? Ich bin eine richtige Lady. Give me the cold shoulder. Kommt der hier überhaupt hoch? Don't leave me. Well, enough of that. I got work to do. Okay. Wir haben die Aggro wieder verloren. Von dem jungen Mann da unten vom Schachtelkopf. Aber ich wollte gerne erstmal probieren. Scheiße, da kommen wir von hier aus gar nicht hin, ne? Hallo? Oh, da kommt einer hoch. Where'd you go? Ich bin nicht da. Ich bin eins mit den Schatten. Ich hätte gern so eine Schattenanzeige über Steve. Ich warte jetzt einfach ab. Break's over. Back to the office. Ich meine natürlich, ich bin eine richtige Lady. So, zwei Schuss haben wir noch. Da hinten hockt er gerade. Da kommt er gleich rum. Ich habe ihn gerade. Aber er findet mich einfach nicht, weil er nicht um das Ding rumkommt. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Aber ich hocke mich ja in die Schatten. Ich glaube, da haben wir hier aufgeräumt ein bisschen. Aber ich bräuchte langsam mal ein bisschen Ammo. Together. Und wir wissen jetzt, dass hier hinten eine Treppe ist. Ich muss nur gucken, dass ja kein Glas ist, weil sonst knirschen wir wieder. Oh, wo geht's denn hier? Auch schön. Ich will da oben hin, verdammt. Was ist das denn da? Food. Also auf jeden Fall war hier eine fette Party. Ich glaube nicht, dass das die 59er Party war, ne? Also die Neujahrsparty. Ach, da oben ist der Typ. Vorsicht, hier ist über Glas. Na, Junge. So, kann ich da rein? Kann ich? Achso, die stöhnt ja mal selber. Ach so, das ist hier einfach nur so ein Schacht zum Verstecken. Nein! Toll. Okay, nochmal hoch. Einmal nochmal ganz kurz zum Gucken. Können wir mich hier oben auf dem Ding rumkraucheln? Da ist nämlich überall Glas. Wenn wir da rumlaufen, dann knirscht es wie die Hölle. Und irgendwo ist ja noch ein Splicer. Und ich würde ihn auch gerne ausschalten. Wobei der irgendwo um die Ecke ist, wie es aussieht. So, wenn wir springen, immer auf C drücken. Dann landen wir sanft. Ich hoffe, ich denke da dran. Und jetzt vorsichtig. Okay.
Was haben wir denn hier? Die Munition scheint ein bisschen knapp zu sein. Ich hätte gern ein Brecheisen, aber ich heiß ja nicht. Ach, scheiße. Was hat der auf dem Rücken? Kein Wort. Da lebt immer noch einer, Alter. Huch, Gaspfeile sind mit einem Annäherungssensor ausgestattet und können so Gegner in der Nähe bewusstlos machen. Okay. Was ist das? Ein altes Taschentuch. Okay. Na, hätte ich das mal gewusst. Du Mistvieh. Und ich würde gerne gerade mal ausprobieren, das wird ein bisschen Eve kosten, aber ich würde gerne mal versuchen, das Ding zu übernehmen. Hacken können wir es leider nicht, wie in guten alten Tagen. Eventuell, glaube ich. Können wir es hacken? Schlösser knacken, nicht möglich. Okay, wir brauchen Lockpicks, um das Ding zu knacken, wie es aussieht. Aber wir kriegen unser Eve zurück, das ist ganz gut. So, pass auf. Ha, zwei Picks. Wir haben nur noch einen, weil wir den Tresor geknackt haben. Hier ist noch Eve, aber das ist voll. Oh, das scheint jetzt immer grün zu sein. Ich hoffe, das bleibt auch immer. Da ist noch Muni, die habe ich übersehen. Okay, ich glaube, das Ding ist nicht mehr freundlich gesonnen. So, ich frage mich aber trotzdem, wo die anderen jetzt noch sind. Ich höre die ganze Zeit die Leute quatschen. Ah, okay, ich habe noch den Gaspfeil. Ich bleibe erstmal weiter bei der Pistole, auch wenn wir damit ein bisschen Lärm machen. Wo kommen die denn her? Wo kommen die her? Bitte sag mir nicht, dass sie jetzt unendlich nachkommen. Das wäre ja doof. Scheiße, ich habe noch keinen... Elektrizität wäre gut, dann könnte man die Pfütze locken irgendwo. Scheiße, wo komme ich jetzt wieder raus? Na komm, ich weiß, du kommst gleich um die Ecke. Du bist ja gerade lang gelaufen. Yes, yes, so it seems. Let us continue this face to face. You need to hide. I'm regular. Do you still have a face? And it ain't funny. So, langsam gehen uns ein bisschen die Optionen aus. Und wenn ich Optionen sage, meine ich Munition. Und wir hätten ansonsten noch die Schrotflinte, aber die ist natürlich eher für nahe Distanzen geeignet. Vielleicht haben wir die deswegen gefunden. So, die müssten ja hier irgendwo rumschleichen. Das Problem ist nur, es könnten zu viele sein. Oben ist auf jeden Fall noch jemand.
Hier aber nicht. Okay. Pass auf, ich schleiche mir mal ganz kurz nach oben. Und dann räume ich die alte Dame aus dem Weg. Und dann drücken wir mal langsam N, wie es da unten steht. Hier war doch jemand. Ich habe es doch genau gesehen. Da ist sie. Du kleines Honigschneckchen. Really? Oh, tell me more. So. Eine köstliche Orange. Ich will immer Bücher lesen, wie bei einem anderen Diebesspiel, was ich gerade spiele. Okay, huch. Durchs Wasser könnten wir theoretisch auch, wenn wir... Naja, offenbar nicht. Da komme ich jetzt gar nicht mehr lang. So, jemand hat uns gehört. Ich weiß aber nicht wer, ich weiß auch nicht wo. Bis jetzt haben wir ganz gut aufgeräumt. Mich wundert, dass die selber nicht auf dem Glas knirschen. Die werden bei uns immer so verdächtig, weißt du, so, oh, da hat jemand geknirscht, aber selber laufen die auch drüber. Wo ist der denn? Da war noch ein anderer. Boah, war bestimmt mal richtig hübsch hier. Da müssen wir wahrscheinlich raus. Oben waren wir schon. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer da die ganze Zeit Dauer quatscht. So, ist mir jetzt auch mal egal. Da lag noch eine Knarre. So, Munition für Revolver haben wir jetzt auch wieder. Na, Gott sei Dank. Also, hier müssen wir lang. Ah, okay. Da drin ist also noch jemand. Okay, pass auf. Hier hüpfen wir da hoch. Dann hüpfen wir da hin. Ja, 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 ja. Komm, später. Und dann... Einmal hier durch. Da kommen wir auch nicht durch. Das darf doch nicht wahr sein. Ach. Naja, dann wollen wir mal gucken. Hier kommen wir auf ein Glasdach. Ich weiß nicht, ob uns das trägt unbedingt. Offenbar schon. Das war er. Und ich glaube, das war es auch schon. Was ist das denn? Elizabeth, this poster. What's this all about? Cohen spent 2 months as his disciple, trying to get a line on his trafficking ring. Awful man. Why not just kill Comstock and be done with it? Comstock had to know why. He had to know that he deserved it. And did he? Did he deserve it? I suppose we all do. One way or another. Wir präsentieren Elizabeth Cohens neuer Singvogel. Songbird kommt uns auch noch sehr bekannt vor. Es zieht sich alles wie eine rote Linie. Ich traue mich irgendwie nie, hier in das Wasser zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich aus dem Wissen heraus, dass man es jederzeit... Ich dachte gerade, da wären Fische. Dass man es jederzeit unter Wasser, unter Strom stellen könnte. Ah, Sander Cohens Regarderont et Furent Observe.
dann observen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Sander Cohens Regardron im Pipapo, bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Ich warte. Silence. Ich frage mich, ob jetzt jemand hinter uns steht. Sander Cohen, du kleiner Drecksack. Ich hab's genau gewusst. So, Schloss untersuchen. Zwei Picks brauchen wir dafür, die haben wir ja. Ding, ding, ding. Und wir kriegen ein Lärmpfeilchen. Und ich hoffe, hier ist jetzt nicht wieder irgendwer Neues. Einer muss sich noch rumschleichen. Ich weiß aber absolut nicht wo. Ich hab gerade überlegt, ob ich hier draufklettern soll. Vielleicht weiß ich. Oh, was ist das denn hier? Das ist gar nichts? Okay. Der ist, glaube ich, da oben jetzt. Aber da ist man drauf geschissen. Wir folgen einfach mal zum Restaurant Silverfin. Ja, zu viel Alkohol, Kinder. Der hat einfach hinten aus dem Kopf rausgekotzt. So. Und wir folgen... Huch! Dem Pfeil. Ah, nicht schon wieder. Und ich frage mich, ob hier neue Splicer aufgetaucht sind. Aber das erfahren wir natürlich leider erst in der nächsten Folge von Bioshock Infinite Burial at Sea Nummer 2. Wo wir mit Elizabeth immer noch im Stealth-Modus durch Rapture laufen. Und ich hoffe, wir... kommen mal irgendwann ans Ziel. Das wäre schön. Wenn wir die ganze Zeit so rumschleichen, das dauert immer ein bisschen. Aber naja, dafür schalten wir die Gegner natürlich still und heimlich aus. Ich habe nur das Gefühl, es kostet immer ein bisschen Munition. Wobei mit den ganzen Kopfschüssen sparen wir eigentlich ein paar Kugeln und lassen uns die Sache nochmal durch den Kopf gehen. Beziehungsweise anderen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.